Das ist sie, die Gewinnerin des letzten Jahres. Laurentia Schuster hat mit gerade mal 13 Fehlern im großen Diktatwettbewerb Frankfurt schreibt alle anderen Mitstreiter hinter sich gelassen. 170 Teilnehmer, darunter Schüler, Lehrer und Eltern, stellten sich 2013 dem 20-minütigen Schreibwettbewerb. Zum Beispiel am Ende des Diktats gab es dann einen Satz, sowas in der Art, das war für ihn ein Grund, rot zu sehen. Und dann saß ich da und dachte mir, rot zu sehen. Zusammen, getrennt, drei Worte, zwei Worte. Also das waren für mich so der meiste Kitzel. Schreibe ich es zusammen oder getrennt oder wie mache ich es jetzt? Und dann hat man sich auf die Intuition verlassen, manchmal war es richtig, manchmal nicht. Das war schwierig, es war knifflig. Es war wirklich knifflig, aber als schwer würde ich es jetzt nicht oder ich persönlich nicht bezeichnen, aber vielleicht liegt es einfach daran, dass mir viele der Worte auch geläufig waren. Das Neue im dritten Jahr des Wettbewerbs, es sind nicht nur Teilnehmer aus Frankfurt und Hessen mit dabei, sondern auch aus der Partnerstadt Mailand. Doch bevor es zum überregionalen Finale im Mai kommt, heißt es Ende Februar erst einmal willkommen beim Frankfurt-Finale. Mit dabei 140 Teilnehmer aus 13 Schulen, darunter die Musterschule und die Ernst-Reuter-Schule. Wie jedes Jahr wird auch diesmal ein Text mit Frankfurter Lokalbezug erwartet. Also wir haben tatsächlich schon mal geguckt, ob es irgendwie besondere Hürden gibt, die man, das ist ja auch für uns interessant, um das Diktat schwerer zu machen. Aber wir stellen auch immer wieder fest, dass tatsächlich das Diktat ein sehr individueller Wettbewerb ist. Das hat was mit der Situation zu tun, dass Sie also in kurzer Zeit hochkonzentriert einen Ihnen fremden Text schreiben müssen, mit Begriffen, die Ihnen nicht unbedingt immer alltäglich geläufig sind. Und jeder hat andere Schwächen. Der eine tut sich schwerer mit Zusammen- und Getrenntschreibung, der nächste mit Groß und Klein. Und die letzten sind nicht ganz so fit bei den Fremdwörtern. Insofern, wir mischen es bunt und hoffen natürlich, dass für jeden was dabei ist zum Drüberstolpern. Wer schon mal üben will, der kann sich im Internet fit machen. Auf der Seite www.frankfurt-schreibt.de gibt es jede Menge Möglichkeiten, die eigene Schreibfertigkeit vorab zu testen und, wenn nötig, zu verbessern. Der Tipp der Vorjahressiegerin für alle Neuen lautet da ganz pragmatisch. Mein Tipp wäre wirklich lesen, lesen, lesen. Also es wurde zwar vorhin während der Konferenz gesagt, dass Schreiben lernen und Lesen lernen nicht das Gleiche ist, aber meiner Meinung nach, oder das habe ich jetzt aus eigener Erfahrung kann ich das sagen, Lesen hilft sehr, sehr viel, denn durch das Lesen lernt man neue Worte kennen, man sieht sie in verschiedenen Zusammenhängen, kommt dann dazu auch sich zu überlegen, was heißt dann das Wort oder warum steht es denn jetzt genau hier. Und man prägt sich die Worte ein, vor allen Dingen schwierige oder schöne Worte prägt man sich ein. Je schöner natürlich auch das Buch ist, das man liest, oder je interessanter es ist. Also von daher mein Tipp, lesen, lesen, lesen. In jedem Fall wird es mit Sicherheit wieder spannend werden. Der Spaß sollte dabei aber allerdings auf keinen Fall zu kurz kommen. Schließlich trifft hier der Spruch, aus Fehlern lernt man hundertprozentig zu.